will dir was zeigen. Wer ist das? Eine Sängerin. Verblüffend. Mein Vater will, dass ich nach New York fliege. Er möchte, dass ich dort eine Frau treffe, die eine Doppelgängerin meiner Mutter zu sein scheint. Es geht in diesem Film darum, eine Frau zu suchen und herauszubekommen, wer diese Frau ist. Weil diese Frau so aussieht wie meine Mutter und die Frau meines Vaters, die vor einem Jahr gestorben ist. Er fragt sich, wie kann das sein, dass da eine Frau meiner Frau so ähnlich sieht. Er will sich nicht direkt konfrontieren, davor hat er Angst und deswegen schickt er seine Tochter los und sagt, du musst jetzt rauskriegen, was das für eine Frau ist. Sie tritt in der Metropolitan Oper auf. Da gehst du einfach hin. Ich gehe einfach hin. Er schickt sie eigentlich auf Spurensuche, auch weil er Angst hat, sie die Wahrheit zu finden und zittert, was wohl da zutage tritt. Sieht sie Evelyn wirklich so ähnlich? Ja, als wäre sie wieder auferstanden. Hast du mit ihr gesprochen? Nein, eigentlich nicht. Was heißt das? Wann wirst du mit ihr sprechen? Katharina wehrt diese Frau erstmal ab. Sie will erstmal mit ihr nichts zu tun haben. Sie versteht gar nicht, was sie von ihr will am Anfang. Sie kommen hierher mit einer alten Fotografie, auf der eine Frau ist, die mir vage ähnlich sieht. Und sie glauben damit, ein Recht zu haben, in mein Leben einzugreifen. Sie ist ein Star. In der Metropolitan Oper singt sie. Sie ist aber auch in einer gewissen Lebenskrise, weil sie auch schon Probleme mit der Stimme hat. Und ich weinte. Und genau in diesem Moment kommt diese andere Frau auf sie zu und es besteht die Gefahr, dass ihre Idee über sich selber und ihr Leben und ihre Familie auseinanderbricht. Sie ist auch deine Mutter. Jetzt kapier das doch endlich mal. Auf dieser Suche entrollt sich ein ganzes Universum von lauter Geschichten, die bisher nicht bekannt waren und die in den Tresoren oder Kellergewölben dieser Familie versteckt waren. Dann ist diese ganze Geschichte mit meinem Vater vielleicht auch eine Lüge. Wahrscheinlich. Wer ist denn dann mein Vater? Ich weiß es nicht. Es ist meiner Meinung nach ein Film, der handelt von Geheimnissen, die Menschen in sich tragen, von Familiengeheimnissen. Es ist eine spannende Geschichte. Es ist geheimnisvoll, es ist mysteriös und ich glaube, das ist eines der größten Komplimente, die man einem Film machen kann. Wir haben einen Pakt geschlossen. Eine Geschichte, die ganz einfach daherkommt und sich als sehr differenziert darstellt. Ich glaube, es ist ein Film, der einen bereichert. Das muss doch den Menschen Spaß machen. Auf die Zukunft. Auf die Vergangenheit.